Dann Typ, der eine Wurst droppt. So, 3, 2, 1 und raus aus dem Wohnheim. Ja, das ist so geil, einfach, dass der einfach nicht. Einfach seine Wurst im Einkaufsladen. Wie muss der geschissen haben, dass der einfach. Der muss ja keine Unterhose an, aber es geht gar nicht. Wie die da rausflutscht auch. Wir hatten letztens den Mann, der in den Gang gepisst hat. Und jetzt haben wir unseren Typ, der eine Wurst droppt. So, 3, 2, 1 und raus aus dem Wohnheim. Raus aus dem Brunnen. Überleg mal bitte, du bist einkaufen und dann gehst du da einfach vorbei und da liegt einfach eine Kackwurst mitten im Einkaufsladen. Ach, never a pedal. What my girl sees at 3 a.m. in FIFA 22 draws. Kann ich nicht relaten. Ach, never a penalty. That is never. Wie der so rüber guckst, so gut gemacht. Lieses Moin. Never a penalty. That is never. Das. Er guckt es sich selbst an. Also er schießt den Ball weg, dann trifft er natürlich. Ja. Ja klar, aber wenn du es da anhältst. Ja. So, schießt jetzt den Ball weg. Ja, das wird bodenlos. Super verteidigt. Hat der eigentlich eine Strafe bekommen, der Schiri? Oh oh. Georgi Kabakov sagt Elfmeter. Ja, Wahnsinn und Gelb-Rot. Ja, Wahnsinn und Gelb-Rot. Das war noch vor dem Patch. Mashallah, mir geht's gut, Digga. Digga, das ist einfach ein Opa, der immer im Get On My Level Merch Videos macht. Mashallah, mir geht's gut, Digga. Dann ist ja auch immer der gleiche Sound, Mann. WTF. Hab random auf eins geklickt, ist es wieder der gleiche Sound. You're coming home with me. Das fühle ich so sehr. Junge, ich hab immer Kastanien gesammelt als Kind auf dem Schulweg. Wir hatten direkt einen Kastanienbaum an der Grundschule. Direkt da war ein Kastanienbaum. So gut, einfach immer mitgenommen. Oder Fußball mitgespielt und immer vor sich hergekickt. Weiß nicht, warum ich das geliked habe. Junge, die sieht so krass aus, Digga. Heiliges, ein zurück. Das muss ich aus Versehen geliked haben. Das war safe aus Versehen. Beim Wissen nach unten so. Girl, I love you when we. Das habe ich nicht aus Versehen geliked, aber da habe ich mich wirklich gefragt, Digga. Dir geht's gar nicht gut. Ich habe das nicht wegen den Frauen geliked. Ich habe das geliked, weil ich mir dachte, wie kann man so wenig Schamgefühl haben, dass einem das nicht unangenehm ist vor den Leuten. Da, guck mal, da sitzen zwei Leute im Hintergrund, die auch beide gucken. Das, was ist das? Girl, I love you when we. Wie kann einem, also da, ich schwöre, wie kann einem das nicht unangenehm sein? Das finde ich krass. Das ist so viel Selbstbewusstsein. Ich habe noch nie sowas gesehen. Bruder, ich habe gerade deine Mutter gefragt, ob ich hier übernachten kann. Sie meinte, ja, Alter. Bruder, ich habe gerade deine Mutter gefragt, ob ich hier übernachten kann. Schon so aufsteht. Geht immer noch voll klar, Digga. Junge, das habe ich so gefühlt. Diese Zeit, Digga, da kriege ich fast Gänsehaut, wenn ich das sehe. War die Einladung aus Versehen, oder? Nein. Geh mal wieder her, Monte. Ja. Ich war gerade noch in der Runde und jetzt gerade kam der Trailer noch, als ich raus bin. Ja, ich Fortnite hab Porn geguckt. Oh, schön Auto! Damals, wo man noch Fortnite Porn geguckt hat. Wer ist das denn? Moin! Bruder! Oh! Geil, lass ihn mal rein, ey, jawohl! Let's go! Geil! Mit Carsten das Zocken, das vermisse ich auch, Mann. Mit Carsten ein paar Runden zocken. Was ein Glow-Up. Digga, WTF. Mir hat noch jemand ein Bild geschickt auf Instagram vor 2-3 Tagen. Da hat er mir ein Bild geschickt von meinem Gamescom-Vlog von 2016. Und er hat dazu geschrieben, du hast dich wirklich null verändert. Und irgendwie habe ich sogar ein bisschen gefühlt. Ja.
Was ist das für ein Tor, Digga, wie der springt? Imagine, du kannst jetzt das Tor. Wie er auch Anlauf nimmt jetzt. Okay, sorry. Teufelskicker. It's Albert Einstein. It's Albert Einstein. Oh my God. It's Albert Einstein. Oh my God. Dude, you're Albert Einstein. You're Albert Einstein. It's Albert Einstein. Guck mal, wie panisch der in dieses Geschäft läuft. It's Albert Einstein. Oh my God. It's Albert Einstein. Oh my God. Dude, you're Albert Einstein. Junge, so gut. If you're having a bad day. 50k, Pat boys, I'll do a quick prediction. Just know I was 1326th squads done for Kerr 7PO TM, and I packed him untradeable. Oh my god! Aber einige Beleidigungen will er noch loswerden. Ich fick meine Mutter! Können Sie machen? Können Sie machen? Soll ich Sie jetzt können Sie machen? Aber einige Beleidigungen will er noch loswerden. Ich fick meine Mutter! Ja, können Sie machen? Können Sie machen? Soll ich... Wenn meine Mutter mir früher Klamotten gekauft hat und meinte, die sehen doch pfiffig oder fetzig aus, dann wusste ich, es wird ein harter Tag in der Schule. Aber fühle ich komplett, Junge. Einfach, wenn du 2004, meine Schwester ja auch, wenn du 2004 geworden bist, einfach nächstes Jahr 18. Ja, ihr fühlt das nicht, weil ihr alle selber so Zoomer seid, Mann. Bruder, nur kurz für YouTube. Ist deine Mutter noch Jungfrau? Wenn nicht, warum? Let's go! Bruder, nur kurz für YouTube. Die sehen wirklich alle so aus, diese Straßen-YouTuber. Das stimmt so. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ist deine Mutter noch Jungfrau? Wenn nicht, warum? Sorry, hab ich... Der will nur gekuschelt und gestreichelt werden. Okay, das heißt, mach ich das so... Ja, wie ein Hund streicheln. Achso, wie ein... Du kannst wie den Nacken streicheln. Okay. Einfach wie ein Hund streicheln. Okay. Das ist eigentlich das Wichtigste, ne? Kekse und streicheln. Cookies, puff, puff. Ich hab leider keine Leckerchen dabei, Schnucki. Digga, jeder wie er will, ne? Jeder wie er will, aber das finde ich so lustig, Digga. Imagine, du bist als Mensch geboren, aber willst einfach lieber wie ein Hund behandelt werden, Digga. So ein feiner Mann. Geil muss das gewesen sein, da dabei zu sein. Wie hat man sich das schon vorgestellt früher in der Schule? Oder hat das probiert, diese Körbe zu werfen in der Schule, Basketballunterricht? Ich konnte gar nicht so weit werfen mit meinen Armen. Me at the London.